Da hielt sich darüber und da war es klar, dass es ein voller Ankommer war. Natürlich haben es dann alle, ja, wir haben das ja immer gewusst und wir wollten das so, wie es immer ist. Ja, soviel ich weiß, waren das die Amerikaner. Und die Amerikaner haben gesagt, warum ist das so ein Erfolg da? Das ist eine völlig andere Geschichte, was die da gemacht haben mit dem Synchron. Und dann sollen die das, damit es auch so ein Erfolg wird, sollen die das Original übernehmen, die Franzosen. Und das ist dann wohl auch gemacht worden und war ja auch drüben ein guter, richtiger Erfolg in Frankreich. Ja, sicher. Ja, sicher. Wir kennen uns ja und er hat sich aufgrund des Erfolges ließ er sich mal eine Kopie kommen, weil er das mal sehen wollte, was kommt. Und dann fand er das so komisch und fand das auch gut. Und dann ist das so weit gediehen, dass ich nachher die Bücher, die Originalbücher für die schreiben sollte. Aber dann kriegten die sich beide in die Haare. Der Roger Moore und Tony, und dann ist das ganze Objekt geplatzt und damit war es natürlich auch aus. Ja, das hat damals ein bisschen, glaube ich, mit der Angst zu tun, also hintergründig die Angst. War da wohl maßgebend bei den Redakteuren oder bei den entscheidenden Leuten des Senders, weil es waren Folgen dabei. Eine zum Beispiel war mit, da ging es um bakteriologische Kriegführung mit Mao Zedong und irgend so was. Und da haben die gesagt, also das keinesfalls. Ich habe das Ding dann trotzdem gemacht und wir haben den synchronisiert und der Redakteur nahm das Ding ab, hat sehr gelacht und sagt: Komisch, ich kenne das gar nicht, allerdings die Bilder sind mir bekannt. Und dann sage ich: Das ist deine Geschichte gewesen mit Mao Zedong, bakteriologische Kriegführung. Ich habe da eine Rauschgiftgeschichte in Marokko draus gemacht. Und es ging ja nur um die Komik. Die Komik muss ja verkauft werden, was der Hintergrund ist. Und das ist ja eine Fantasiesache. Und wenn man nicht so viel Fantasie hat, sagt man erstmal: Ich nehme an, dass es der Grund war. Und dann später hat man ja, ist man gekommen, hat gesagt, lass die auch synchronisieren. Das haben wir dann auch gemacht. Ja, ab und an schon. Komischerweise auf Marlon Brando, obwohl ich den nur ein- oder zweimal gesprochen habe, ich glaube einmal nur. Und da wurde ich jetzt in letzter Zeit mehr gefragt. Aber von den Alten, von den anderen kam hin und wieder schon was. Aber es ist ja keiner mehr da von denen. Belmondo, nachdem die große Welle mit Belmondo vorbei war, hat keiner mehr, also die großen Kinoverleiher haben keinen Belmondo mehr gekauft, weil der nicht mehr lief. Er zog die Leute nicht mehr ins Kino. Und folglich war der ab. Und wenn dann andere Firmen, irgendwelche kleinen Firmen oder Verleiher oder weiß ich was, Firmen für einen Sender eine günstige Möglichkeit haben, so einen Belmondo zu kriegen, die haben den dann gekauft und haben den synchronisieren lassen, weiß ich mit wem. Das liegt an den Verleihern, beziehungsweise am Sender oder an den Redakteuren des Senders, dass man sich früher, das meine ich mit Schularbeiten, dass man früher, wir gucken immer rein in die Liste, welcher Schauspieler ist von wem gesprochen worden. Und dann gucken wir, und wenn es drei, vier sind, dann sagen wir, okay, wer sind denn die letzten, die wichtigen letzten Filme? Wer hat denn da gesprochen? Und den nehmen wir dann, versuchen ihn zu kriegen. Aber das. Der eine macht das so, der andere macht das so und jeder kann ja machen, was er will. War ein so großartiger
fabelhafter Mensch, wie man eigentlich nur noch aus dem Märchenbuch, wenn man das aufschlägt, Filmseite 17, wie das mal früher war, so ein Produzent war er. Er konnte knallhart sein, aber er hatte so viel Herz und er war ein so erfolgreicher und immer eigentlich darauf bedachter, seine um ihn herum arbeitenden und ihm zuliefernden Freunde und Mitarbeiter zufriedenzustellen. Er war ein einmaliger Mann, ein ganz toller Mann und wir waren sehr gute Freunde. Er ist ja leider auch gestorben jetzt. Und ich habe für ihn fast alles gemacht, fast alle Filme gemacht. Da waren ernste, waren tolle Filme drunter, wie Der Nachtportier oder es waren ganz, ganz super Filme. Aber wir haben natürlich auch die komische Welle, die ganzen Louis de Funès-Filme und dann Adriano Celentano später. Da kam ja auch so eine Welle da. Ne? Und die habe ich ja alle bei Wendland gemacht, für Wendland. Das ist doch jedem überlassen. Wenn das sein Job ist und er muss etwas schreiben und ihm fließt das aus der Feder, kann er doch machen. Wir sind doch ein freies Land, jeder kann doch sagen, also heißt es jedenfalls, und jeder kann sagen, was er will. Wenn er der Meinung ist, dass ich nicht am Original geblieben bin, dann hat er vielleicht recht, aber hat damit verkannt, was der eigentliche Sinn war. Der Film wurde von dem Auftraggeber gekauft, um. Und jetzt kommt das Ding für mich, was er mir gesagt hat, der Auftraggeber, mach ihn komisch, die Leute sollen lachen. Und wenn ich das mache, dann erfülle ich den Zweck, erfülle ich das, was der Auftraggeber von mir erwartet. Und wenn das Erfolg hat und die Leute lachen und es wird angenommen, dann ist es okay. Und wenn er dann sagt, das hat mit dem Original nichts zu tun, hat er doch völlig recht. Aber er hat nicht verstanden, dass das der Sinn ist der Geschichte. Und das macht einen guten und einen nicht so guten Journalisten aus, Kritiker aus. Es ist doch, jede Welle läuft sich aus. Und irgendwann war das mit der komischen Welle auch vorbei, wo man gesagt hat, okay, der Zuschauer soll lachen, es ist eine Komödie. Ein leichter Film. Es kamen andere Filme und dann kamen die Krimis und dann kamen diese Actionfilme und die ja bis heute sich ins Uferlose steigern, nicht? Die ja zum Teil überhaupt keine Handlung mehr haben. Es ist nur eine Aneinanderreihung von digitalen monströsen Geschichten und dass man nur sagt, boah, toller Wetter. Und heute sagen die Leute nicht mehr, Donnerwetter, sondern es lässt sie berieseln, es lässt sie kalt und was da passiert, ob die Erde explodiert, das spielt keine Rolle mehr. Das wird sich auch wieder totlaufen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wieder Erfolg hat, wenn man einen, sage ich mal in Parenthese, einen Film, einen Heidefilm dreht. Dass das wieder für ganz lokal jetzt, für Deutschland, dass das wieder eine Zukunft hat. Nicht im Kino, aber im Fernsehen. Kino kann man nicht mehr machen. Low-Budget-Filme kosten heute so viel, wie früher ein Riesenfilm gemacht hat. Und das geht in Amerika mit 1000 Kopien oder mehr. Aber mit ein paar Kopien hier zu starten, der spielt nie das Geld ein, was er bringt. Also muss das immer mit Unterstützung des Fernsehens gemacht werden oder überhaupt fürs Fernsehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass schon sehr bald wieder eine andere Welle sich ankündigt, könnte ich mir denken. Ja, das ist schade. Es ist bis heute schade, weil es gibt so viel komische italienische und komische französische Filme. Warum die nicht genommen werden, warum die nicht laufen, verstehe ich nicht. Man hat amerikanische Filme, hier und da mal einen englischen Film, und warum man nicht die Franzosen nimmt. Die haben so toll mit Alain Delon. Aber vielleicht fehlen die Leute. Das kann sein. Die Magneten, nicht? Die ins Kino ziehen. Das weiß ich nicht. Müsste ein Verleiher beantworten.
Es ist ein Handwerkszeug, um, wie ich schon vorhin sagte, mein größtes Ziel ist, die Menschen lachen machen. Und das ist das Handwerkszeug dafür. Und das beherrscht man mit dem richtigen Werkzeug oder beherrscht es nicht so. Und das ist der Grund, ob es gut oder nur mäßig gut ist.